Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, den Hammer nicht. Der Nachbar hat einen. Deshalb beschließt er, sich den Hammer auszuleihen. So weit, so gut. Was, wenn der Mann ihm den Hammer nicht geben will? Schon gestern begrüßte er mich nur so flüchtig. Vielleicht war er in Eile. Vielleicht war die Eile aber auch nur vorgespielt und er hat etwas gegen mich. Ich habe ihm nichts getan. Was hat er? Ich habe ihm nichts getan. Er bildet sich das nur ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug leihen wollte, ich gebe es ihm sofort. Wie kann man einem Mitmenschen eine so einfache Bitte abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann denkt er noch, ich bin auf ihn angewiesen, weil er einen Hammer hat. Nee, jetzt reicht's mir. Und so stürzt unser Mann herüber, klingelt, der Nachbar kommt, öffnet. Noch bevor er irgendetwas sagen kann, brüllt ihn unser Mann an, behalten Sie Ihren Hammer! Sie Flegel. Ja, so geht die Geschichte von dem Mann mit dem Hammer. Ich hoffe, sie war ein bisschen vergnüglich. Ja, so ist das mit dem Hammer. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Grit.